Luftverschmutzung hat viele Ursachen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes emittieren Holzöfen einen hohen Anteil des in Deutschland ausgestoßenen Feinstaubs der Partikelgröße 2,5, Tendenz steigend. Größter Verursacher ist immer noch die Energieerzeugung, wobei 2/3 dieser Emissionen aus Kohlekraftwerken stammen. An dritter Stelle steht der Straßenverkehr. Auch die Landwirtschaft ist dafür verantwortlich. Denn durch Massentierhaltung entsteht ein großer Anteil des gesamten Feinstaubs in Deutschland. Ammoniakgas aus der Gülle legt sich wie eine Decke über das Land und reagiert in der Luft mit vorhandenen Stickoxiden, die beispielsweise der Verkehr verursacht. Die so entstehenden Feinstaubpartikel sorgen für eine permanente Hintergrundbelastung unserer Gesundheit. Besonders viel Ammoniak wird im Nordwesten Deutschlands, dem Zentrum der Massentierhaltung, freigesetzt. Westwinde verbreiten das Gas jedoch über weite Teile Deutschlands.